Das ist ein Trabant. Sieht nicht so aus, doch wenn er gestartet wird, dann erkennt man ihn. Am typisch blechernen Klang. Michael Hiekel ist der Besitzer und Fahrer des sogenannten Formel-Trabant, der eine echte Rarität ist. Ja, ich war da auf der Suche. Wir wussten, es hat mal 15 Stück gegeben. In den Jahren eben von 79 bis 87. Es sollen angeblich noch 5 bis 6 zurzeit noch existieren. Und da hatte ich mich, haben wir ins Internet eine Bewerbung reingesetzt. Ich suche so ein Fahrzeug. Die Anfrage im Internet hat ihn zu seinem Schätzchen geführt. Kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres hat er ihn in Wilkau-Haslau erstanden. Seither wird geschraubt und gebaut, was das Zeug hält. Für den kompletten Umbau gingen über 500 Stunden ins Land. Und am vergangenen Wochenende nun ging es für das Dresdner Team erneut zu einem Rennen. Aber nicht, um zu gewinnen. Das Schwierige ist halt, da es halt lange nicht gelaufen ist, wirklich alle Fehler zu finden. Und das geht halt nur auf einer Rennstrecke. Man muss halt wirklich fahren, um Fehler halt festzustellen. Und dafür bietet sich das Rennen auf dem Oberlausitzer Dreieck hervorragend an. Hier tritt der Trabant an gegen Opel, Peugeot, Wartburg und Co. Alle Autos fahren in der Klasse bis 1300 Kubik. Der Vorteil der Pole Position ist schnell verspielt. Doch Hiekel und seinen Mechanikern geht es ja wie gesagt nicht ums Gewinnen. Das ist Leidenschaft am Motorsport. Das ist ja, ich fahre ja selber Motorsport. Wir sind damit Herz dabei einfach und das zu unterstützen, jeden, den wir kennen. Na, das geht ja nie um Geld bei uns, es geht eher darum, dass jeder seinen Spaß hat. Aus Spaß waren auch viele Zuschauer in die Nähe von Zittau gekommen. Jung und alt, Männer und Frauen. Bei bestem Wetter erlebten sie ausgefallenen Rennsport. Für Michael Hiekel allerdings sollte der Spaß nicht ewig dauern. Mitten auf der Strecke bleibt er plötzlich liegen und muss direkt ins Fahrerlager zurückkehren, mit einem Schaden an der Bremse. Ja, wir sind jetzt schon dran hier, auf der Fehlersuche, bauen erstmal den Hauptbremszylinder aus, gucken nach dem Stößel, ob das alles locker ist. Und dann bauen wir das wieder zusammen, wird die Bremse entlüftet. Und ich hoffe, dass wir nächste Woche dann in Hohenstein nochmal an den Start gehen können. Die erste Vermutung hat sich dann auch bestätigt. Kein Problem für die drei, die das Schrauben gewöhnt sind. Und so wird wieder gebaut und getüftelt, bis alles wieder einwandfrei funktioniert. Enttäuscht war Michael Hiekel, wenn überhaupt, nur ganz kurz. Denn eigentlich hat ihm die Ausfahrt mit seiner sprichwörtlichen Rennpappe viel Vergnügen bereitet.